Oh, hi Leute, da sind wir schon wieder und kriegen wieder voll auf den Sack. Und jetzt kommen hier noch Schiffe dazu. Wir sind immer noch hier und wir müssen wieder alle drei besiegen. Natürlich müssen wir alle drei besiegen. Hands up, baby, hands up, baby. Schwabba, dabba, dabba, dabba. Wow. Und wir werden wahrscheinlich noch viele Versuche brauchen. Jawohl. Der klassische Hodenklatscher hier in allerhöchster Form. Das ist in der B-Note, das gibt 10 Punkte, definitiv. Und hätten wir den Aufklatscher gesehen, dann hätten wir gewusst, ouch. So. Warum kann ich die eigentlich so nicht abschießen? Jetzt hör doch mal auf, mich zu schießen. Dein Ziel ist diese blöde Arche, du hässliches Stück Scheißwurst. Ja. Was macht er denn? Du alter Runzelrüben-Drecks-Pimmelkopf. Warum ist er denn jetzt schon wieder gestorben? Oh, ich kann schon wieder ausrasten. Ist das eine dreckige Scheiße hier? Ja, ja, vernichte die Arschkrampen-Pimmelköppe. Es ist doch alles scheiße. Jetzt machen wir den da hinten. Vielleicht benimmt der sich ein bisschen besser. Hast du Anstand? Nee, ja, da auch nicht. Ah, oh, ganz gekonnt hier. Wo ist er denn hin? Oh, warum gehst du nicht hoch? Hallo, danke. Ey, Leute, das ist... Augen zu, kurz beruhigen und dann wieder sterben. Alter, und es sieht, dass man immer gleich erstmal so einen dummen Spruch abkriegt von seinem hirnlosen... Meine Fresse, gehst du mir auf die Eier. Jetzt geh doch mal kaputt. Ich habe die Waffe hier auf plus 50.000. Und ich habe hier eine bessere Super Soaker, habe ich so. Oder Soaker oder wie auch mein. Oh, ein blödes Stück Scheiße. Ich muss irgendwas kaputt machen jetzt hier. Das ist doch die letzte Rotze. Boah. Ey Leute, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Das Krasse ist, es wird ja immer schlechter hier, jeder Versuch. So, wir greifen jetzt von oben an. Das ist der Plan des Jahrhunderts. So, jetzt kriegst du einfach alle Granaten auf den Sack. Mhm. Schönes Feuerwerk. Damit haben wir uns nochmal schön angekündigt. Damit auch jeder weiß, jetzt kommen wir. Schieß bitte nach oben. Sag mal, meine Kugeln kommen doch gar nicht an hier. Das ist doch alles saft- und kraftlos, was ich hier mache. Jetzt. Komm, nachladen. Können sogar nach oben schießen. Mit einem lustvollen Stöhnen fliegt er von dann. Okay, wir holen uns ein gegnerisches Flugzeug. Anders geht das doch nicht. Das ist doch... Ich will nicht mehr. Ich will es endlich durchspielen. Oder zumindest den Level schaffen. Ich möchte wieder auf den Boden. Ich hab doch Kreis gedrückt. Dann gib mir jetzt hier, Kollege. Du bist doch einer von mir. Gib mir jetzt das Flugzeug. Ich bin hier der Held. Ich hab Anrecht auf das Ding. So. Und zack. Jetzt hört doch mal auf mich zu schießen, ihr alten Halunken. Oh, wenn man hier mal zielen könnte irgendwie. Mal ranzoomen. Man sieht halt mal nichts. Einfach mal ja nichts. Das hat ja mal richtig gut geklappt. Da muss ich auch sagen, das ist richtig sinnvoll mit dem Ding hier. Du sollst deinen Rucksack benutzen, ey Schwanzlurch. Wo ist er denn? Ach, jetzt haltet doch die Fresse. Was krieg ich hier? Ich krieg eine Medaille für die Scheiße, die ich mache. Wollt ihr mich verarschen? Oh, ich bin schon wieder weg. Alles mapped. Alle Systeme sind gleich... Voll im Arsch. Stay on target.
So, da sind wir wieder. Uhu. Mit einem halbleeren Magazin. Ey, ich könnte kotzen! Oh. Oh, dieser Arsch! Ich habe natürlich gerade diesen blöden Raketenfick-Rucksack angemacht und er blieb mit seinem Schnürsenkel unten am Boden hängen. Ey, es ist echt eine Meine. Was so? Jetzt aber. Na, was beschwere ich mich? Ich möchte es immer auf schwer. Ich krieg's auf schwer. Ich krieg auf den Sack. Das will ich. Und dann macht's mir Spaß. Ja, das Spiel macht Spaß. Im Moment macht mir alles so viel Spaß. Hör auf mich zu schießen. Fick dich. Fick dich. Hör auf damit. So. Ich benutze jetzt nicht Dreieck. Dreieck ist die Hölle. Jetzt. Oh Gott, verdammte Scheiße. Dreieck. Und... jetzt drücke ich hier Dreieck, weil es da steht und dann kriege ich wieder auf den Sack. Pass auf. Weg mit dir. Kann man nochmal sagen, was man will. Die Inszenierung hier ist halt wieder geil. Jetzt nicht Dreieck. Nicht Dreieck. Sehr gut. Man lernt ja aus Fehlern. Manchmal. Hallo. So, nicht Dreieck. Nicht jetzt Dreieck. Da hoch können wir fliegen. Jetzt sieht er mich. Da gehen wir von dann. Oh, jetzt schafft er es wieder nicht hoch. Wenn er mal seine Runzelfüße mal nach oben heben würde. Sehr schön. Nochmal nachladen. Und jetzt auf die Schnauze. Die Inszenierung ist halt einfach schon geil. Ne? Das sieht halt einfach geil aus. Und auch wenn ich meckere, dann liegt es halt wirklich daran, dass ich verliere. So wie immer. Er lernt es aber auch nicht, ja? So. Fertig jetzt. Bams. Was du nicht sagst, mir könnt ihr mal wieder helfen. Ich muss eben auch sagen, die Steuerung ist nicht so easy. Das ist alles so ein bisschen träge. Und ich bin schlecht. So. Und das Ding ist, wenn man echt mal wieder eine Woche oder so nicht spielt, ey, ich vergesse die Steuerung immer wieder. Das gibt's nicht. Das ist so, als hätte ich das Spiel gerade zum ersten Mal gespielt. Ah, jetzt ziehe ich dir diesen komischen Stecker raus und klatsche ihn dir ins Auge. Jetzt ziehe ich dir die Wimper. Ach, jetzt geh doch endlich kaputt, Mann. Jetzt reicht's. Auf die Schnauze. Fick dich! Yeah! Man sieht schon sofort, das ist eine Cut-Sequenz. Denn so wäre ich gerade geflogen. Und damit haben wir das Kapitel 2 abgeschlossen und landen hier direkt im Kapitel 3. Ab was? Abbrechen des Lagers. Verteidigung der Arche. Kapitel 1. Boah. Puh, jetzt ist mir warm. Krass. Haben wir wieder gut auf den Sack bekommen, muss ich mal sagen hier, ne? Dieses war schon mal wieder, ne? Ich habe jetzt 2 Parts am Stück aufgenommen. Ich bin durchgeschwitzt. Mein Aggressionslevel ist schon wieder auf Maximum. Und wir haben, Gottverdammt, extrem viel Punkte bekommen. 10.000. Was haben wir denn hier? Was verbessert Kühlkörper, möglichen größeren Schaden? Cool. Das hier will ich jetzt endlich haben. Was ich immer noch nicht machen kann. Was war das unten jetzt? Was? Mehrere Magnetraketen, die jetzt Zweitwaffe. Raketen, das ist doch geil. Da sparen wir jetzt drauf. Ich möchte die Raketen hier für den Jetpack haben.
Ein Anwalt. Der Anwalt-Alien. Ich wusste es immer. The war on Earth has begun. France will be the first to fall. For centuries we have labored in silence, struggling against the Watchers in their will to enslave mankind. Now, from this forsaken place, they push the world towards its darkest hour and pave the way for their return. Do you know why you are here, Will? It was an accident, right? Hey, listen, with all due respect, I'm just looking to find a way home. You bear the mark, Will. They do not see it, but I do. We are here, each of us, as part of a larger plan, each with a purpose. When we reach the Broken Land, you will discover yours. Whoa! What the? They have found us. We must defend the Ark. Oh, schon wieder. Nimmt ja kein Ende. Sie haben uns gefunden. War ja nicht schwer. Sie wussten ja eh schon, wo wir sind. Und jetzt greifen sie uns wieder an. A never ending story. Meine Fresse. Können wir diesen Holzköppen nicht einfach mal eine drüber brezeln? Und dann ist hier Schicht im Schacht. Ja. Los jetzt hier. So wie immer. Selbe Spiel. Ja, komm hier rum. So, Jungs. Ja, ne, das wird schon mal nix. Raus hier aus dem Ding. Gib mal her, das Teil. Blub. So. Ach, jetzt hör doch auf. Da sollst du nicht schießen. Du sollst schießen, wenn ich an der Seite bin. Ja, genau so. Los, mach mal deine Wackelaktion. So, genau das. Es dauert aber auch so lange. Kann ich nicht mit der Arche selbst schießen? Das müsste doch theoretisch gehen. Ja, die hat doch da oben diese Geschütztürme drauf. Muss weg da, raus hier und Stoff geben. So. Macht mal Platz da, Jungs. Oh, ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen. Warum, was, wie? Ja, na, natürlich hat mich von hinten einer abgeschossen, ist mir schon klar, aber was soll ich denn da machen? Warum sie hier so viel reingemacht haben, diese Flugpassagen? Was ist denn jetzt? Warum falle ich denn jetzt hier wieder runter? Ich war doch eben schon drin. Jetzt geh doch mal da rein, du Honk! Los jetzt! Er fliegt nicht hoch, er fliegt nicht hoch. Da sollst du hinfliegen. Da hin. Ey, ich komme nicht hin. Endlich hat er begriffen, was ich will. So. Wie Sie sehen, sehen wir nichts. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Zeit. Ich sehe nichts. Die Arche kriegt Schaden. Das, was du nicht sagst, das versuche ich zu verhindern. So, wo seid ihr denn hier? Wo? Da. Jetzt stürzt ab, Mann. Haben wir alle, oder was? Na endlich! Na doch Zeit, was ist denn das da? Das sieht doch so aus, als würde es irgendwie Schaden machen. Als wäre es nicht sehr freundlich. Macht aber nichts. Da unten, oben, unten. Ich weiß nicht, was diese Symbole da bedeuten. Ob die über mir sind oder unter mir. Es ist... Da kann man ja nicht einen kleinen Pfeil dran machen, was dann eindeutig signalisieren würde, wo es jetzt ist. Nein, wir machen ein komisches Symbol hin, was keiner deuten kann. Über mir heißt es. Okay.
Was ist das? Das ist von den Alien, vermute ich mal, irgendwas. Was? Wir haben Targets. Na dann. Gib's dir her. Lass knallen. Ach was, ich kann zwischen den Geschützen umsteigen hier mit L2 und R2. Okay. Irgendwo da. Da so. Oder nicht. Ach, da unten. So, ihr Spacken. Seht ihr das? Jetzt ist das Symbol wieder mittig. Ach, das ist, wo ich hingucke. Und nicht, ob es auf meiner Ebene ist. Ich glaube, es stürzt ab. Ich vermute mal, es landet nicht. Oder? Auf der Karte ist es noch eingezeichnet rechts. Oben. Oh oh. Könnte man natürlich auch nochmal hinfliegen, ne? Dem einen auf den Sack geben, aber nö. Warum? Wir treffen es auch so. Was? Was ist mit einer Flower? Welche Blumen hast du gesehen? Ich sehe hier keine Blumen. Oh, hinter uns. Los, fliegt mal an mir vorbei, Jungs. Ihr sollt an mir vorbeifliegen. Wechseln wir mal die Seite und stellen fest, dass wir noch weniger sehen. Jetzt. Jetzt. Komm mal her, Freundchen. Oh oh. Sind wir da hinter uns? Das ist nicht gut, was gerade passiert. Ah, mal wieder rüber. Wo, was, wie? Da. Die fliegen jetzt direkt auf mich drauf. Die machen ja einen auf Kamikaze. So. Ist da unten noch irgendwas? Nö. Anscheinend machen wir jetzt wirklich hier so einen Großangriff auf die Idioten. Oh. Minen. Falls es noch keiner gesehen hat, ich wollte es nur andeuten. Wir könnten ja auch dann mal anhalten, bevor man da reinfliegt. Ich vermute mal, das wollt ihr nicht. Auf der Karte ist direkt vor uns noch irgendwas. Ah, hier. So, jetzt dürfen wir wieder Gas geben. Aber wem erzähle ich das? Macht ihr eh keiner mit hier? Da unten in den Höhlen irgendwas drin ist? Irgendein Secret? Ich vermute mal eher nicht. Oh, scheiße, sind das viele. Okay, sie haben uns gesehen. Sie kommen. Oh, hi. Sie sind auch hinter uns. Ach ja, den holen wir uns später. Machen wir erstmal die da platt. Ey, ihr Weapons Free sagt, hab ich hier schon alle platt. Ja, alle hab ich wieder platt gemacht. Immer dasselbe mit euch Pappnasen. Was ist da unten? Ein schwarzer Schmodder. Sieht so ein bisschen aus wie der Fluss in Hades. Zum Hades. Zum Hades in Hades? Wie auch immer. Weapons Free. Das sagt er jetzt, wo alle tot sind. Ich frag mich wirklich. Er ist ein bisschen zurückgeblieben, naja. Was willst du denn von mir? Du bist der Einzige, der überlebt, oder? Er fliegt jetzt von alleine weg hier. Er fliegt einfach mal von dannen in die Wolken. Er freut sich, dass er ein Flugzeug hat, würde so sieht's aus. Ach, jetzt gibt's auf den Sack, ey, du gehst mal. Halt's Maul. Oh oh. Hilf mir! So. Oh oh. Oh, oh. Schmuckbuch. Alle sind vor uns. Außer Klaus, der kommt raus. Na komm. Irgendeiner ist hinter uns. Da kann sich ja Udo Jürgens da hinter uns mal kümmern, unser Kollege. Ich vermute mal, der hat was Besseres zu tun.
Der macht nebenbei jetzt noch seinen Flugschein. Ist das ein Gegner oder nicht? Ach, ich weiß es nicht. Du setzt mich vor den Minenschützen und mich labern. Das ist nix, oder? Ist das was? Das ist nix. Das ist alles. Das ist alles richtig so. Das muss so. Feuer unter Kontrolle. Alter, echt müssen wir jetzt hier einmal quer durch das Minenfeld fliegen. In einer Geschwindigkeit, die wirklich bahnbrechend ist. Ah, guck mal, wir haben wieder voll Energie bekommen. Die Gesundheit ist wieder voll. Na los, komm her. Na los, komm her. Oh, fein. So, und in den nächsten 3 Folgen seht ihr dann, wie wir um diese Kurve fliegen. Vielleicht haben wir es dann auch schon geschafft. Man munkelt noch. Fuchsige Mathematiker könnten es berechnen. Wir fliegen mit einer Geschwindigkeit von 0,1 km/h. Ist doch irgendwas, oder? Das kann ja bestimmt abschießen dahin. Ah, es ist rot. Es wird rot angezeigt. Oh. Fliegende Untertässchen. Ist noch lange nichts over. Also die Schutzschilde sind aber auch nicht so das Gelbe vom Ei von denen. Da hat die Alien-Technik ein bisschen versagt. Die sind aber auch selten dämlich, dass sie mir immer direkt reinfliegen. Was ist da oben? Ach, das ist ein Schiff. Dann hauen wir das mal weg. Ist das schon fertig oder was? Bist du etwa schon... Bam! Also echt, die Inszenierung gefällt mir. Aber jetzt so gegen... Also ich vermute mal, dass es wirklich schon gegen Ende geht. Also ich weiß es nicht, aber... Wenn wir hier schon die Großoffensive mit unserer Arche starten, dann kriege ich gerade voll auf den Sack. Dann ist das... Ja, anfangs war es so schön abwechslungsreich. Und jetzt ist es irgendwie so... Wie in Horde-Modus. Kämpfe dich durch 10.000... Was macht er denn da, Elbe? Der ist da besoffen. Da, nicht fliegen. Nicht fliegen und trinken. Auch nicht betrunken fliegen. Was ist das? Ah. Warte. So, wechseln mal. Das ist immer das Problem, wenn man wechselt. Es ist eine komplett andere Sicht und ich habe erstmal keinen Plan, wo die ganzen Gegner sind. Oh, hi. Yeah. Da hinten ist irgendwas Großes. Oder? Heißt das groß? Hm. Wartet mal, wir gehen mal wieder rechts. Rechts hoch. Rechts hoch. Das letzte. Echt jetzt. Hä? Was jetzt? Bin ich wieder gestorben? Ich bin jetzt nicht gestorben. Bin ich jetzt tot? Was? Ich bin gestorben? Warum? Wieso? Es gab überhaupt keinen Grund. Es hat mich nicht mal wer beschossen. Oh. Nee, Leute. Beim nächsten Mal. Machen wir weiter. Bis dann. Tschüss.